YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal mit einem neuen Format, meine Freunde. Ja, ich bin heute Morgen aufgestanden und dann kam mir auf einmal diese Blitzidee in den Kopf und ich habe mir gedacht, dass wir heute gemeinsam ein Spiel spielen werden. Die Regeln von diesem Spiel namens Echt oder Fake? Ja, ich weiß. Ich lobe mich selber. Wahnsinnskreativität habe ich da den Tag gelegt. Sind eigentlich ganz einfach und zwar werde ich euch einfach denselben Sneaker einmal in echt und einmal in fake einblenden. Und wir müssen gemeinsam erraten, was der echte und was der Fake-Sneaker ist. Ich weiß die Antwort selber nicht, weil nicht ich diese Vergleichsbilder hergestellt habe, sondern ich habe den lieben Kelly Kayo Ketchup Mayo beauftragt, die ein oder andere Instagram-Seite zu stalken, die sich genau auf diesen Vergleich spezialisiert haben. Deswegen, meine Freunde, falls ihr Bock habt, dass dieses Format oder dieses Spiel öfters kommen soll, gebt gerne diesem Video einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid und dann werde ich versuchen, das vielleicht sogar mit einem Partner mal durchzuführen. Als erstes hätten wir hier die Nike Air Jordan 1er in der Zusammenarbeit mit Off-White. Boah, ich finde das, das habe ich ja wirklich vergessen zu sagen, ne? Ich finde das ultra schwer, anhand von Bildern zu sagen, was fake und was real ist. Guckt euch jetzt mal dieses Bild im Konkreten an. Das sieht einfach gleich aus. Boah, wow. Ey, die Fakes kommen immer näher dem Original. Ich denke aber, dass oben der Fake ist. Bin mir aber nicht sicher. Ey, jetzt ohne Witz, schreibt mal bitte ehrlich in die Kommentare, ob das einfach oder schwer ist. Ich weiß, in den Kommentaren wusste natürlich jeder die richtige Antwort, ne? Keine Frage. Aber versucht da mal ehrlich zu euch selbst zu sein, weil jetzt hier auf den ersten Blick ist das wirklich nicht einfach, ne? Ah, ich hab's, glaube ich. Ich glaube, ich lag nämlich falsch. Ich glaube nämlich, der untere ist der Original. Und warum? Weil vorne an dieser Lasche kommt es mir so vor, dass das Stitching beim unteren Sneaker etwas sauberer gehalten wurde als oben. Ja, ja, ja. Da hatten wir auf jeden Fall schon mal einen Indiz. Deswegen, ich leg mich fest, unten ist real, oben ist fake. Boah, ich bin jetzt echt gespannt, ne? Ob wir richtig lagen. Ich lag einfach komplett falsch, ne? Oh mein Gott! Oben ist real, unten fake. Ey, ich glaube, wir machen dieses Format doch nicht mehr. Das ist geisteskrank. Lass mal jetzt genau hingucken, wo man es erkennt, weil hier folgen jetzt noch mal ein paar weitere Bilder, die das Ganze dann genauer aufklären. Natürlich hat man da auch mehr Perspektiven. Wir hatten jetzt nur eine, die wir uns angucken konnten. Nichtsdestotrotz hätte man es vermutlich am Print erkennen können. Und hier geht er jetzt quasi noch mal auf das Stitching ein, was ich gerade angesprochen habe. Und irgendwie habe ich das falsch gedeutet. Jetzt auf dem Bild will ich dem recht geben, aber keine Ahnung. Ey, Leute, das ist crazy. Das ist crazy. Geisteskrank. Ich brauche jetzt irgendeine Ausrede, damit ich das richtig stellen kann. Nein, Spaß, Freunde. Hey, wir sind die Real. Ich würde sagen, wir machen mit dem zweiten weiter und gucken, ob wir da mehr Glück haben. Der zweite Sneaker wäre einmal der Adidas Yeezy 500 Utility Black Colorway. Den habe ich ja auch in Grau. Deswegen gilt jetzt nicht die Ausrede, dass ich den Schuh nicht habe, wie bei dem ersten. Da hätte ich mich noch so ein bisschen rausreden können. Hier allerdings müsste es für mich zumindest ersichtlich sein, welcher Original und welcher Fake ist. Und jetzt allein so vom ersten Blick würde ich tatsächlich sagen, der unten ist real. Einfach weil das Wildleder vorne dort deutlich besser aussieht als der obere. Ich hole einfach mal kurz den Sneaker und dann haben wir einen besseren Vergleich. Ich glaube, wir brauchen gar nicht länger hinzugucken. Man erkennt relativ einfach, dass der Schuh oben komplett off ist. Also ich kann mir halt kaum vorstellen, dass Adidas so welche Klebereste an einem Schuh hinterlassen würde. Und wenn ich das mal mit meinem vergleiche, dann sind hier ja kaum Klebereste zu erkennen. Und oben sieht das ja aus wie eine zweite Naht. Deswegen, ich lege mich fest, oben fake, unten real. Ey, jetzt ohne Witz, bitte lass den wenigstens richtig sein, damit ich mich hier nicht komplett bloßstelle. Ja, Mann. Oben ist der Fake, unten ist der Real. Habe ich wenigstens einigermaßen den Fehler vom ersten Sneaker wieder rausgeholt. Ich würde vorschlagen, es steht 1-1. Und wir kommen direkt zu dem dritten Sneaker. Auch den besitze ich. Ich finde, wenn man einen Schuh tatsächlich besitzt und den schon das ein oder andere Mal in den Händen hatte, fällt es um einiges einfacher zu entscheiden, ob der Real oder Fake ist. Wobei ich jetzt hier fürs erste echt am struggeln bin, ne? Also ich würde tatsächlich sagen, dass allein vom ersten Eindruck der
oben real ist. Aber ich bin mir echt super unsicher, ne? Sehr, 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 sehr. Boah, nee, ne? Jetzt denke ich, dass unten fake ist. Das Einzige, was mich stutzig macht, ist, dass der oben beim Übergang von der Sohle zum Upper so leichte Klebereste wieder hat, ne? Da kann man halt immer an der Verarbeitung so leicht erkennen, dass da an Geld gespart wurde. Und deswegen tendiert meine Einschätzung zum Realen nach unten. Aber auch hier würde ich vorschlagen, ich hole mal kurz den Sneaker. Dann haben wir da einfach nochmal den genauen Vergleich. Und wenn ich die beiden jetzt tatsächlich aneinander halte, ne, dann könnte es echt sein, dass der untere auch fake ist, ne? Wow, der ist mal wieder richtig gut gefaked. Ich meine aber dennoch, der obere ist real. Warum? Weil hier vorne, wenn ihr ganz genau hinguckt, dieses Stitching hier mega gleichmäßig ist und unten sieht das herbe merkwürdig aus, als würde da gar keine Naht sein. Deswegen unten, jetzt muss ich mich nochmal konzentrieren. Was habe ich denn jetzt gesagt? Oben real, unten fake. Das ist meine abschließende Meinung. Oben real, unten fake. Wir gucken uns die Auflösung an. Ja, Mann. Oben real, unten fake. Jawohl. 2-1. Also, ich komme langsam in Fahrt, ja. Beim ersten zugegebenermaßen habe ich extrem gestruggelt. Aber jetzt machen wir ein paar Punkte gut. Und ich würde vorschlagen, vierter und letzter Sneaker, den wir uns heute in der ersten Folge von diesem neuen Format angucken, wäre der Jordan 4er in der Kors Collab. Sehr geiler Schuh. Hier in der grauen Variante gibt es ja auch noch in schwarz. Bin gar nicht sicher, war der nur Family in France oder ist der tatsächlich released worden? Nein, nein. Ich glaube, der wurde auch dann im Nachhinein noch released. Aber auch hier, genauso wie beim Jordan 1er, den Schuh besitze ich nicht und meine hätte ich auch nur ein einziges Mal gesehen. Deswegen wird es mir auch hier relativ schwer fallen, den Fake zu entdecken. Wobei ich allein so vom ersten Eindruck sagen würde, dass der untere echt ist. Und wie auch schon bei den ersten dreien, orientiere ich mich an dem Stitching. Und wenn ihr mal genau hinguckt, dass dieses Dreieck von dem Jordan 4er halt was typisch oder das Kennzeichen von diesem Schuh ist, da gehen einmal zwei Nähte von links nach rechts und die sind bei dem oberen komplett schief. Und unten sind die bam, gerade wie es sein muss. Deswegen würde ich hier sagen, unten real, oben fake. Und auch den wollen wir hier kurz einmal abchecken. Oben real, unten fake, ne? Genau so habe ich gesagt. Und genau so ist es auch richtig. Freunde, Question of the Video, schreibt mir euer ehrliches, ja, hört auf zu lügen, euer ehrliches Ergebnis unten in die Kommentare. Bei welchem Sneaker lagt ihr richtig, bei welchem falsch? Falls euch dieses Format gefallen hat, denn es war halt zum ersten Mal auf diesem Kanal, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace! Ich will gar nicht wissen, wie viele von euch in den Kommentaren geschrieben haben. Ja, ich habe alle richtig, ist doch klar. Ihr kleinen Schlingel, hört auf zu lügen, ihr habt safe einen falsch.